Riesenaufregung um das Finanzministerium. Es gibt eine Razzia am Mittwochvormittag im Büro des ehemaligen Staatssekretärs Hubert Fuchs von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Zuge der Casinos Austrias Vorstandsbesetzung und diese Causa. Das ist durchaus ein Paukenschlag in der Politik, so eine Hausdurchsuchung, eine Razzia in einem Ministerium, das hat es so noch nie in dieser Form gegeben. Und wir fragen uns alle, was hat es damit auf sich? Hubert Fuchs ist ja bekanntlichermaßen involviert in diese Postenschacher-Affäre rund um die FPÖ und Peter Sidlow, der als Finanzvorstand der Casinos Austria-Gruppe auf einem Novomatic-Ticket bestellt wurde, ohne die notwendigen Qualifikationen zu erfüllen, zumindest nach dem Headhunter-Portfolio von Egon Zehnder. Und jetzt ermittelt man auch gegen Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus und eben auch Hubert Fuchs aufgrund des Verdachtes, dass die FPÖ Gegenleistungen der Novomatic angeboten hat, wie zum Beispiel die Legalisierung des kleinen Glücksspiels in Wien, diese Lizenz für die Novomatic oder auch andere Casinos-Lizenzen, die allein in der Hand der Casinos Austria waren. Und es ist durchaus interessant, hier am Mittwochvormittag diese Hausdurchsuchung im Finanzministerium bei Hubert Fuchs, und man nimmt mit Kalender, E-Mails, auch virtuelle Daten und Unterlagen aus dem Büro des ehemaligen Staatssekretärs. Vom Finanzministerium betont man, dass man eine freiwillige Nachschau das Ganze zu titulieren ist, weil man eben Amtshilfe geleistet hat. Aber die Frage ist schon, warum man hier in einem Ministerium hier eine Razzia durchführt bei Hubert Fuchs, und der Verdacht der Bestechlichkeit und der Bestechung aufgrund dieser Verdacht wird jetzt da erhärtet, und wir werden alle mit Spannung erwarten, was dabei herauskommt bei dieser Hausdurchsuchung von Hubert Fuchs. Das ist aber allerdings auf jeden Fall ein politischer Paukenschlag, der die Wahl beeinflussen könnte.